ho, ho zusammen, hier ist wieder Ben und ich habe ein paar Tricks gesehen. Diese kannst du ganz leicht machen, einmal kurz aufpassen und lass dich nicht ablenken. Hey Diggory. Nope. Der heutige Vorschlag kommt von Twitter. CV Pride hat geschrieben, könntest du vielleicht einen Trick für Rice vorstellen? Na klar kann ich den vorstellen, heute schauen wir uns seine ultimative Fähigkeit an, das Weltentor. Mit diesem Zauber teleportiert ihr euch und eure Verbündeten von Ort und Stelle weg an eine andere. Je nachdem, wo ihr dann im Kreis auch steht, werdet ihr an der anderen Stelle dann in diesem Kreis auch wieder rauskommen. Das heißt, ihr seid rechts vom Kreis, dann kommt ihr auch rechts vom Kreis wieder raus. Und da ist jetzt der Trick, weil ihr könnt nämlich auch über Wände rüber euch teleportieren. Denn ihr könnt den Mittelpunkt dieses Teleport-Spells auf die eine Seite einer Wand legen. Solltet ihr dann aber, wie in dem Beispiel hier, euch nach oben bewegen bei dem Teleport-Anfangskreis, dann kommt ihr auch an der Endstelle auf der anderen Seite der Mauer raus. Wenn der Gegner keine Vision hat über den Bereich, an dem ihr diesen Spell hinsetzt, dann kommt ihr einfach aus dem Nichts auf der anderen Seite raus. Das gibt natürlich nochmal einen extra sneakigen Moment, um den Gegner zu überraschen, weil er weiß nicht, dass ihr euch einfach dorthin teleportiert. Ansonsten kann er natürlich ja auch den Endpunkt sehen, wo ihr euch denn hin teleportiert. Aber so kommt ihr einfach aus dem Nichts. Das könnt ihr bei ganz vielen Wänden machen, es verhält sich eigentlich so wie der Flash-Zauber. Kommt ihr über die Hälfte der Wand hinaus, dann werdet ihr auf der anderen Seite rauskommen. Ich hoffe, der Trick hat dir weitergeholfen und wenn auch ihr bei dem LOL-Wentskalender 2017 was gewinnen wollt, dann schreibt einfach in die Kommentare, lasst ein Like da, teilt gerne das Video und schreibt in die Kommentare, wie gesagt, was ihr gerne sehen möchtet. Kann Champion sein, vielleicht auch eine Mechanik mit irgendwelchen Dschungelmonstern oder so, da seid ihr einfach frei, da könnt ihr hinschreiben, was ihr möchtet. Solltet ihr gepickt werden, dann kommt ihr in einem der folgenden Adventstürchen dazu. Könnt mir auch gerne bei Facebook und Twitter schreiben. Alles weitere, was ihr zu tun habt, nachdem ihr gewonnen habt, steht in der Videobeschreibung, also da einmal bitte reingucken. Einen schönen zweiten Advent euch noch, wir sehen uns morgen zu Türchen Nummer 11. Haut rein!